In den Schulen in Baden-Württemberg wird getestet. Ein einigermaßen normaler Schulbetrieb, zumindest für die Abschlussklassen und die kleinsten, soll auch am Königin-Olga-Stift-Gymnasium in Stuttgart ermöglicht werden. Verwendet werden hierfür Schnelltests, die die Schülerinnen und Schüler selbst in die Nase einführen. Hier haben wir das Testzentrum für die Jahrgangsstufe in der J1, J2. Das haben wir in der Turnhalle bei uns aufgebaut. Da werden die Schüler vor dem Unterricht um 7:30 getestet. Die zur ersten Stunde Unterricht haben, die beginnt bei uns um 7:50 oder um 8:10 und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit um 9:25, damit man dann zur dritten Stunde, wenn man erst später Unterricht hat, auch noch die Möglichkeit hat zum Testen. Ja, ich verteile die Tubes, das sind Teil von den Selbsttests, damit unsere Schüler sich selbst testen lassen können. Wir sind eben die Helfer, die den Leuten helfen, sich selbst zu testen. Also wir helfen hier den J1ern und J2ern und später auch 5. und 6. Klässlern, sich zu testen. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch selber testen, weil wir natürlich auch sicherstellen wollen, dass wir Corona-negativ sind. Und deswegen, bevor alle jetzt kommen und der große Ansturm hoffentlich kommt, testen wir uns alle einmal selber. Ja, also mir war es ein Anliegen. Ich bin selber in der positiven Situation, dass ich seit einem Jahr täglich getestet oder zweimal die Woche, Entschuldigung, mit einer PCR getestet werden kann, weil mein Mann in einer Firma arbeitet, die das für die Mitarbeiter anbietet, und habe gemerkt, was das für ein Sicherheitsgefühl ist und habe mich schon lang versucht, dafür einzusetzen, dass das an Schulen kommt, weil ich es einfach essentiell finde. Also wir haben jetzt hier gerade den Corona-Test, Schnelltest gemacht und ja, es ging eigentlich vom Gefühl her. Ich habe es ja schon zweimal letzte Woche gemacht. Und ja, es ist aber irgendwie komisch, das selbst zu machen, weil man hat ja auch keine Augen vor sich, sondern man hat die ja hier auch. Und da sieht man es halt nicht, aber die haben auch einen super betreut, ja. Also wenn man genau zuhört und jetzt nicht an irgendwas anderes denkt, ist es eigentlich sehr einfach. So unangenehm war das auch nicht? Ein bisschen schon, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Im Homeschooling hat man ja auch mehr Probleme wegen dem Laptop und so. Und hier ist es einfach schöner, dann auch hier zu sein, mit den Freunden auch zu reden. Ja. Also es ist ein ganz arg schönes Gefühl, eine ganz arg schöne Erfahrung, morgens in die Schule zu kommen und neben den 11. und 12. Klässlern jetzt auch die 5er und 6er wieder da zu sehen, das Lachen zu hören, einfach die Freude auch zu hören. Die Rückmeldungen von Seiten der Schüler sind ganz arg positiv, aber auch von den Eltern. Die freuen sich ungemein, dass sie wieder in der Schule sein können und Präsenzunterricht haben, weil der eben durch nichts zu ersetzen ist. Auch wenn wir da unheimlich viel aufgebessert haben, nachgebessert haben, initiiert haben in dem letzten Jahr. Aber es geht nichts über den Präsenzunterricht, wenn es um nachhaltiges Lernen geht. Im Prinzip ist praktisch die Sporthalle zum Schnelltestzentrum im Königin-Olga-Stift umgewandelt worden. Aktuell sind es tatsächlich 2 Tests pro Woche. Die Strategie, unsere interne Strategie ist aber die, dass wir das Testzentrum Cannstatter-Wasen da haben möchten an 2 Tagen und an 2 Tagen wollen wir selbst testen, sodass wir perspektivisch nach den Osterferien 4 Testtage haben, also Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Unser Job ist in erster Linie Unterricht zu machen und wir gehen gern die extra Meile, um diese Selbsttests zu initiieren. Aber ich glaube, wir brauchen hier die Unterstützung vom Gesundheitsamt, auch gern vom Kultusministerium oder vom Landesgesundheitsamt, dass die hier die Infrastruktur bereitstellen, dass wir tatsächlich mit den freiwilligen Schülerinnen und Schülern, mit den freiwilligen Kollegen und Kolleginnen diese Schnelltests durchführen können, die Selbsttests durchführen können mit den Schülern, die das dann auch tatsächlich wollen. Und da brauchen wir die Unterstützung von außen. Es kann nicht sein, dass das alles nur die Aufgabe der Schule selbst ist. Ich denke, es war absehbar, dass wir in eine zweite Welle gehen. Und so wie es absehbar war, aufgrund des Verhaltens der Menschen, dass auch eine dritte Welle jetzt kommt. Und ich denke schon, die Frage muss gestellt werden, wenn das doch deutlich war, warum hat es so lange gedauert mit ganz bestimmten Schnellteststrategien? Warum hat es aber auch gedauert, Konzepte zu entwickeln für den Fernunterricht, für die Online-Beschulung? Da greifen ganz viele Rädchen ineinander, wo die Schulen, die Schulleiter, die Kollegen ganz arg viel selber entwickelt haben und wo wir uns tatsächlich doch eine größere Unterstützung gewünscht hätten mit klaren Vorgaben. Und nicht immer nur in der Bringschuld gewesen sind. Es heißt, der Schulleiter oder die Schulleiterin entscheidet selber, wie es mit der Schule weitergeht und wie die Beschlüsse konkret umzusetzen sind. Das fand ich ganz arg schwierig in dem letzten Jahr.
Musik.